Dürftig. Ihr habt auch gemeinsame Sache mit der Präzentorin gemacht, als ihr mir euch dem Niraven anschlosset. Nun ja, da mögt ihr recht haben, aber macht man einmal einen Fehler, sollte man ihn nicht wiederholen, nicht wahr? Das mit den Träumen war in der Tat furchtbar. Oh, Träume. Ah. Elu Melu Sinias blickt rüber zu Rafim. Dürfte ich einen Vorschlag zur Güte machen? So viele ihr wollt. Ich vermute, das Ende dieser Kreaturen ist für eure Herren von größter Bedeutung, sonst wärt ihr nicht hier, richtig? So ist es. Wärt ihr bereit, uns einen Gefallen zu tun, nur im Sinne des guten Willens? Er schaut dich fragend an, wenn er so etwas wie fragend aussehen kann. Einige eurer, sagen wir Diener, haben eine gute Freundin von uns hierhin verbannt. Aviander. Richtig. Und wer, wenn nicht eure Herrin, könnte sie wieder freigeben? Die Seelenmühle malt schnell. Aber ihr habt keinen Körper mehr für sie. Sie braucht keinen Körper. Lasst das unsere Sorge sein. Wir können einen beschaffen. Nein. Sie braucht keinen Körper. Es ist völlig ausreichend, wenn sie sie gehen und in Borons Hallen oder die 12 göttlichen Paradiese einkehren lassen. Er blickt mit seinem Kopf schiefgelegt zu Boltax. Du bist Geistbeschwörer, ja? Ein wenig. Ja. Du siehst, wie ähnlich wie bei Serpentilio sich jetzt auch in deine Hand Runen einbrennen. Ja, ich würde mal auf die Runen schauen. Es handelt sich dabei wohl um Geistbeschwörungsrunen. Okay. Ich verstehe. Den Schaden, der ihr angetan wurde, und das ewige Trinken können wir nicht gut machen. Ihr solltet euch gut um sie kümmern. Oder sie in Borons Hallen schicken. Das werden wir. Überraschend, dass ich das einmal sage, aber ich danke euch. Dankt nicht mir. Ich bin nur der Diplomat. Dankt ihr. Und jetzt esst eure Käfer. Ich habe noch eine letzte Frage. Bevor wir die Käfer essen und gehen. Wie konnte der Sohn von Goldo Polygon überhaupt Bunde mit der Säuferin kommen oder ihr Tentakel um seinen Hals legen? Seine Geschichte zu recherchieren mag auf eurer Welt geschehen. Die Sümpfe von Kryptor. Höchstwahrscheinlich beginnt alles für euch entweder in Talusa oder in Selem. Sucht nach den Piraten mit den roten Segeln. Gut. Ich stupf so meinen Käfer mit dem Fuß an. Ach, es muss so sein. Nun kommt her. Ich greife mit denen und. Kapitän, nur eine winzig kleine Idee. Elynasias, ihr sagt doch, dass zwei weitere Dämonenarchen auf dem Weg sind, nicht wahr? Die Friedhofswächterin nickt. Nun, und auch diese sind in der Sphäre eurer Herrin verwurzelt. Richtig? Sind sie. Ebenso wie die Stadt aus der Tiefe. Er deutet einmal rüber zu der großen Kuppel. Was würde uns also davon abhalten, auch diesen Wurzeln zurück in diese Sphäre zu folgen? Nun, ich vermute, dass Cho und Tak kein solcher Narr oder keine solche Närrin ist wie Yolgur, der Kapitän der Krakonier. Vermutet ihr oder wisst ihr? Cho und Tak diente der Herzogin seit langer, langer Zeit. Schon lange vor Filiasson. Und den Umtrieben, die er damals zum Friedhof, die ihn damals zum Friedhof führten. Und sie dient ihr noch. Deswegen wäre es euch unangenehm, wenn wir sie aus dem Verkehr ziehen würden?
Cho und Tak soll die neue Erwählte von Krypta werden, wenn der Ruhn endlich fällt. Ein Jahr hätte gereicht. Wir werden euch in diesem Kampf nicht unterstützen. Nun, Kapitän, die Entscheidung ist eure. Nun, wir müssten hier fort auf jeden Fall. Und ich denke, keiner von uns will in die Gefilde des Verderbers der Elemente gelangen, nicht wahr? Nein, auf keinen Fall. Also dann, knapp dran, Käfer, und wohl bekommst. Nach euch, Kapitän. Ja, nach euch, Kapitän. Ich zieh mal so einen Dolch und probier den so aufzuknacken wie so eine Auster. Und dann mir eine Auster zu trinken, zu essen. Mit dem Dolch irgendwie, so das so Fruchtfleisch zu lösen und mir dann mit dem Dolch in den Mund zu schaufeln. Die schwarzen Zinnen von Inferno sind ein qualmender Sündenpfuhl. Die ewige Stadt, so wie dies hier der ewige Strand ist. Säureregen, der euch dort drüben erwartet. Lava. Groteske Bauwerke, Dämonen, albtraumhafte Architekturen und gotische Türme. Nun, wir hatten einen vortrefflichen Eindruck in einer gewissen Stadt in Aventurien. Das reicht uns fürs Erste. Jolgormak ist dort drüben ebenso verwurzelt. Ja, das vermute ich. Der Kern wuchert in eure Realität. Leonardo hat ganze Arbeit geleistet. Was? Der Meister ist wirklich gefallen? Steinerne Bögen, weitläufige Maschinenhallen, metallische Laufgitter, feuchte Zellen, Folterkammern, flammende Hochöfen. Ekelhaft. Es stimmt also. Ich wollte lange Zeit diesen Gerüchten keinen Glauben schenken. Es hätte keinen Würdigeren finden können. Aber mir tut mir leid. Ihr standet ihm nahe, oder? Nun ja, so nah wie ein Genie einem anderen stehen kann. Es heißt zwar, dass Dämonen immer lügen, aber viel passender ist es, wenn sie die Wahrheit sprechen und sie mit der Wahrheit verletzen. Und die Wahrheit ist ein scharfes Schwert. Folgt mir zum Korallenportal. Ja, ich würde dann meinen Käfer, ähnlich wie Abemir das gemacht hat, verköstigen. Ich warte noch eine Minute, ob Abemir tot umfällt. Und dann nehme ich meinen Herz und schluck das Ding einfach als Ganzes. Ja, nachdem der Kapitän gegessen hat, mein Käfer auch, und ja, hau da einmal rum und schlucke. Ja, gemeinsam mit dem Diplomaten, der Krypta, der Göttin, der Herzogin aus der tiefen Tochter, wie auch immer man sie nennt, die ewige Ersäuferin, könnt ihr zum Portal gelangen, wo ihr es immer noch flackern seht, wie eine Regenbogenfarbe, die auf der Oberfläche läuft, und auf der anderen Seite in den merkwürdigen Maschinenhallen seht ihr auch immer noch die Hexe, die euch aus den schwarzen Augen anstarrt, einige Käfer, die noch an ihr herumkribbeln und krabbeln, und sie streckt euch dankbar oder fordernd eine Hand aus, ihr möge durch das Portal treten. Naja, wenn ihr mir die Ehre überlassen würdet. Und mit diesen Worten würde ich durchs Portal schreiten. Ich schaue noch einmal sehnsüchtig zu dem anderen Portal, was in die andere Niederhölle führt. Oh Gott. Wenn ihr wollt, Kapitän, können wir sicherlich einen Abstecher organisieren. Nein. Nicht jetzt, Magus. Eines Tages aber. Und ich würde dann einfach einen Schritt durch dieses Portal tun und in die Luft erstmal anhalten, weil die böse Erfahrung vom letzten Mal hat mir gereicht. Ja, auf dieser Seite, beziehungsweise auf der Seite von Kryptas Domäne findest du natürlich kein Portal in die Niederhöllen von Agrimod, aber wenn du dann durch das Portal schreitest, kannst du dort kratzen, schreiend auch wieder erkennen, wie dort ein anderes Portal steht, was wohl mit Hölleneisen geschmiedet worden ist und dann eben in das Flammen der Inferno gar selbst führt. Du könntest jederzeit eintreten, du brauchst keinen Führer, das weißt du. Ich bezwinge mein Ego und schaue in die Richtung Hexe und richte ganz gezielt meinen Blick auf die Hexe, um nicht da hineinzuschauen und in Versuchung zu geraten. Kann ich, bevor ich durchgehe, ein Stück Koralle abbrechen?
Oder von dem Portal? Ja, doch, ja. Also wenn du mal drüber fasst, du könntest da sicherlich drüber streifen oder was abbrechen, ja. Tue ich, nehme ich mit. Ja, das scheint den Diplomaten auch nicht zu stören. Das hat ihn auch nicht zu stören. Ich möchte da durchtreten, bevor Sepentile da irgendwas am Portal macht, sonst... Lumin ja. Wird wahrscheinlich unwissentlich als Ablenkungsmanöver dienen, denn sie nickt dem Dämon noch einmal zu. Ihr habt euch wohl und entbietet eurer Herren unsere Grüße. Ja, zuletzt würde Boltax dann durch das Portal treten, aber nicht ohne sich noch einmal umzudrehen zu dem Dämon und ihm eine Frage zu stellen. Ihr sagtet vorhin, man müsse die Elemente und die Unelemente beherrschen. Ich kann sicherlich die Elemente beherrschen. Doch das andere ist nicht in der Lage, durch Sumus Wirken zu geschehen. Wie also? Nehmt die Geschenke an oder lauscht Serpentilio. Er ist ein fähiger Dämonologe, ich traf ihn bereits einmal. Ja, und damit schreite ich dann auch durchs Portal. Von der anderen Seite halte ich nochmal die gezeichnete Hand hoch, wie zum Gruße, schaue zwischen ihm und seinem eingebrannten wahren Namen hin und her, flüstere noch zu mir selbst. Wir sehen uns wieder. Ihr kommt von der oben, ihr strebt in die Tiefe, die sagt seinen Preis, Emark. Knurrt euch die Käfermutter noch entgegen. Und dreht sich dann vom Portal weg. Geht und krabbelt mit ihren Käfern, die sich unter ihrer Haut winden, in Richtung der eisernen Tür, in Richtung der Brücken. Die Stalaktiten und Stalagmiten, die ihr erkennen könnt, das Schreien von Agrimods Portal. Nicht nur nach euch allen, sondern vor allem nach Abelmir. Seine Seele. Mit steifem Weinen probiere ich der Hexe zu folgen, das Tor und probiere das Lauschgift, das mir der Herr der Tiefe der Unelemente entgegenschreit, zu ignorieren. Ja, Diamantus entzündet etwas mit zitternden Händen eine seiner Zigarren, sobald er durchs Portal getreten ist, und holt dann ein wenig Schwarzpulver heraus, welches er bei sich führt, und fängt an, sich das ins oder aufs nun abgerissene Ohr zu träufeln in seiner Ohrhöhle und entzündet mit einem Zucken das Schwarzpulver in seiner Ohrhöhle, welches darauf anfängt beim und reißt die Zähne zusammen, während seine Haut anfängt zu brennt die Wunde aus. Ihr solltet das... Oh, spät. Das muss wehgetan haben. Ihr wisst, dass ich etwas hätte für euch tun können. Ihr wisst, dass auch ich etwas hätte für euch tun können. Jetzt kann ich immer noch etwas für euch tun, aber es wird sehr teuer. Ich habe offensichtlich gewusst, mich selbst zu überhelfen. Ich brauche eure Hilfe nicht. Braucht ihr das Ohr noch? Warum? Was willst du damit tun? Nur, falls ihr eure Meinung ändert, würde ich es dann doch ganz gern konservieren. Ich glaube, ich behalte es doch lieber. Alles gut. Das machen die Trollzacker auch so. Wenn ihr wollt, könnt ihr in den Stamm eintreten. Was trifft ihr denn so rum? Komm! Wir könnten euch ein anderes Ohr besorgen, wenn ihr so geneigt seid. Wir brauchen wieder neue Leute im Stamm. Nicht wahr, Afim? Naja, ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er es in sich hat. Naja gut. Stimmt, er ist schon ein bisschen schwach auf der Brust. Ja, und ein bisschen klein. Ja. Bin ich zu ungut. Wir sollten dem Kapitän folgen. Ja. Ja, warum nicht? Natürlich. Ja, Serpentilio, wenn du selber noch einmal in das Portal blickst, das von Agrimod geschaffen wurde oder aber dorthin führt, wer auch immer es dann hier aufgerissen hat, die Sphären dann, wie sie hier klaffen, kannst du sehen, wie dort eine gewaltige Mine nach unten führt und mehrere Azitai, die dort an den Kristallen lecken. Du kannst dort noch andere Dämonen erkennen, die auf eine gewaltige Größe gewachsen sind, die Orkiosilim.
Und es wäre sicherlich sehr bösartig ausgegangen, sollte man sich in diese Domäne verirrt haben. Faszinierend. Aber eure Weisheit oder die Geschenke von Kryptor haben euch bewahrt. Gemeinsam mit der Mutter der Käfer könnt ihr durch die Gänge kriechen und krabbeln, so wie es die Käfer tun. Könnt ihr im gewaltigen Herzschlag der Arche lauschen, bis ihr dann wieder stinkend und mit Schleim triefend in einem der Astlöcher auftaucht, die sich dann dort mit dem Müll vor euch aufbahren. Ihr könnt die riesigen Humeria-Schalen beiseite schieben und dann nach oben treten. An die so etwas wie frische Luft. Salziges Wasser. Endlich. Das Ganze war erfolgreicher, als ich erwartet habe. Wenn ihr mich entschuldigen möchtet, ich gehe den Käfer auskotzen. Barafim, ich war sehr überrascht. Das habt ihr unglaublich souverän gemacht. Das Reden mit dem Dämon und das Rückerbitten von Avianda. Ich bin so froh, dass wir ihr helfen können. Oh. Ja, das war großartig. Ja, ich bin ja auch ein Reder, wie man so schön sagt. Auf jeden Fall. Ihr werdet ein geborener Diplomat. Ihr habt immerhin auch schon mit Helme Hafax verhandelt. Richtig. Ja, bisher sieht das sehr gut aus. Ja. Man weiß, wo man bei euch dran ist und man kann sich auf euer Wort verlassen. Und ihr seid sehr klar heraus. Das finde ich sehr vorteilhaft für so eine Posten. Vielleicht solltet ihr in Zukunft alle nun Verhandlungen übernehmen. Immerhin seid ihr ja auch König. Ja? Naja, das ist ein valider Punkt. Ja. Aber weißt du denn, was du damit anfangen kannst, Boltax? Mit den Zeichen auf deiner Hand? Nun, ich gehe davon aus, dass es eine Art Fokus ist. Bei der Geisterbeschwörung, ich bin ja jetzt nicht so gut, aber nun, wenn ich einen Geist herbeirufe, dann kann ich vermutlich nun durch diese Runen den Geist wirklich zu fassen kriegen. Und wenn er dann erstmal in unserer Sphäre ist, dann gibt es sicherlich Möglichkeiten, ihn direkt weiterzuleiten. Ich würde gerne aber mit Aetilius darüber sprechen. Immerhin ist er, nun ja, Boron-Geweihter. Ich weiß, die mögen das nicht so, wenn ich Geister rufe. Aber in dem Fall wird er vielleicht eine Ausnahme machen und die Notwendigkeit anerkennen. Ich denke, auch in diesem Fall wird er verstehen. Denn er kann nicht wollen, dass Aviandas Geist in den Niederhöllen bleibt. Ich gehe auch nicht davon aus, nein. Aber darüber spreche ich mit ihm, wenn wir hier raus sind. Ja, wir sollten uns erstmal auf unser Schiff zurückkehren und uns besprechen, oder nicht, Kapitän? Bin ich auf unserem Schiff? Nein, ihr seid in irgendeinem Astloch in der Schmiere aufgetaucht und seid noch auf der Stadt aus der Tiefe. Wir sollten gehen. Lass uns gucken, wie wir hier runterkommen. Kriege ich es hin, den Archenkäfer auszukotzen? Nochmal eine Selbstbeherrschungsprobe plus 7. Das klingt vernünftig. Plus 10, wäre geschafft. Ja, dann wirkst du und dadurch, dass er noch nicht verdaut ist, sondern vor relativ kurzer Zeit eben erst gegessen wurde und auch sonst nichts anderes gegessen wurde, kannst du dir dann den Finger an den Hals stecken, deinen Gaumen etwas kitzeln und dann erbrichst du dich ins Astloch. Lebt er noch? Das kommt drauf an, wie kann ich den gegessen kann ich, hast. Ich hatte gesagt, ich schlug ihn als Ganzes runter. Okay, dann lebt er tatsächlich noch, warum nicht? Tüte ich ihn an und nehme ihn mit. Ja, die anderen hören den Spaß mal ja sehr angestrengt sein. Ich weiß gar nicht, jetzt welche Masse das durchgeht, wieder hochbringen. Irgendwann war ich. Und dann geht's zurück, nehme ich an. Ja, ungefähr 15 Minuten später steht ihr dann wieder stinkend und triefend in der Kapitänskajüte. Könnt euch natürlich ein großes Wasserfass noch gebracht haben lassen, was dann gerade einer der Dukatengardisten reinschleppt, mithilfe natürlich von euren Matrosen. Und so könnt ihr euch dann nach und nach dann eben grob waschen und auf den Stühlen Platz nehmen. Ich glaube, es ist vorteilhaft, wenn wir Hasswolf dieses Fasswasser vorher noch weinen lassen und dann damit waschen.
Ich streiche meinen Körper und wirke einen Zauber und der Schmutz und Dreck fällt von mir ab. Ach, viel, viel besser so. Wirklich? Ich habe nämlich das Bedürfnis, meine Kleidung zu verbrennen. Ich bin nicht sicher, ob man die sauber zaubern kann. Und nach kurzer Zeit erscheint der Dreck wieder auf der Kleidung. Ach, was ist das? Ihr solltet es mal hiermit probieren. Und ich würde gerne meine Wasserblase, meinen geodischen Wasserbann wirken. Aber nur auf mich natürlich und aus dem Umfeld von mir alles Wasser verbannen. Also auch alles Unwasser, das sich eventuell noch in meinem Kleid festgesaugt hat. Naja, mittlerweile ist es ja vor allem auch Astschmiere, ne? Das ist ja, da ist ja, also Unwasser, das tropft dann irgendwann noch an dir ab und das normale Wasser auch, aber es ist vor allem diese ekelhafte Schmiere. Sauber wirst du davon nicht. Ja, das ist mir erstmal egal. Es geht nicht ums Saubersein, sondern ich möchte einfach trocken. Nur das Wasser, das Unwasser verdrängen. Ja, genau, und dann kann ich halt den Rest abklopfen, theoretisch. Nur ich möchte mich halt jetzt ungerne damit drauf begeben. Naja, abklopfen kannst du dich auch nicht, ne? Wenn das halt Öl ist oder sowas. Also ist ja, halt wie gesagt, ist ja vollkommen in Ordnung. Es geht mir nur darum, dass das Unwasser halt nicht an mir klebt. Ja, alles oder? Klar. Gut, das ist gelingt. Klopft ihr an der Tür und dann könnt ihr hören, wie auch Hasswolfs Holzbein die Tür wieder am Aufstößt und er tritt ein. Abenteuer. Ich hab gehört, ihr wart in den Niederhöhlen. Wir waren in den Niederhöhlen. Ja, und wir haben etwas mitgebracht. Also, nicht falsch verstehen. Kein Dämon oder so. Woher hast du das denn gehört, Hasswolf? Ich hoffe nicht, dass die Mannschaft davon Bescheid weiß. Wie in der Mitte der Mannschaft sagt es zumindest. Wir warten mal wieder in den Niederhöhlen. Also stimmt es dieses Mal, ja? Nun, diesmal ist das wohl der, entspricht das wohl der Wahrheit. Exakt. Ihr habt euch ein Fass bringen lassen, damit ihr euch jetzt reinigen könnt, ja? Ja, eine gute Idee. Bringt zwei Fässer. Ja, das versteht doch ihr schon. Ach, dann bringt ein weiteres. Und vielleicht ein Fässchen Bier. Wir müssen unser Gemüt erst einmal beruhigen. Du kannst dir dein Scheißbier selber holen. Aber Sehe ich aus wie der Laufbursche. Wir sind müde. Wir sind wortwörtlich durch die Niederhöllen gegangen. Ich bin mir sicher, wir werden alle gleichzeitig haben uns hinreichend zur Ruhe kommen. Genau, Kapitän. Was wolltet ihr noch gleich? Sie sehen mich gerade, wie ich mein Problem aus meinen Kleidern zu winden und was? Vielleicht sollten wir es erstmal reinigen. Ja, eine sehr gute Idee. Mit diesen Worten würde Rafim anfangen, seine Rüstungsteile auszuziehen und uns Hermionelle in das heilige Wasser zu tunken. Ja, was meint ihr, Kapitän? Ich denke auch, dass Hasswolf uns mehr hilft, wenn er dieses Wasser segnet, als wenn er uns Bier holt. Ich kümmere mich um deinen Bier, Boltax. Öffnet einmal die Tür zur Kapitänskajüte. Goldrock, bring Boltax ein Bier. Oh, das ist ein Mann von Tatenkraft. Oh. Wenn es denn unbedingt sein muss, kann er noch an mich abzuklopfen und dann Sapphefaktor zu rücken, denn man ist ja Magier von Stand. Eigentlich nicht, eigentlich ist das ein Havel mehr, aber. Und kann ihm jetzt zeigen, wie es geht. Glumin schält sich aus Rüstung und Kleidung und schielt zu Serpentilio rüber. Ihr seid wirklich zu beneiden. Ich wünschte, ich hätte das auch so einfach. Soll ich? Ja, bitte. Sicher noch einen Moment. Dann noch einen hinterher. Komm, warum nicht? Das kostet mich 8 ASB für eine Satzkleidung. So, ouch. Ja, ein wenig klopfen und reiben und einmal rituell ins Wasser tunken. Und dann zu gutem Abschluss einmal draufspucken. Und später ist das Ding ja nicht wie neu, aber zumindest wie sauber. Nicht neu, sondern mit Persapefakta gewaschen. Ah, es sind nur 5 ASP Pro, das geht ja sogar. So, ist das doch viel besser. Ich habe hier inzwischen neue Kleidung geschielt. Und nehme dann Platz hinter meinem Schreibtisch. Ja, Boltax zieht sich ganz ungeniert einmal nackt aus, steigt in das. Ohne ein Klopfen geht die Tür auf und ihr könnt sehen, wie Selchi und Spinola mit seinem Hühnchen auf der Schulter und einem großen Tablett mit Bier reinkommt. Drückt die Tür mit seinem Arsch auf, furzt noch einmal und kommt dann neben Hasswolf an den Tisch gewackelt und schiebt dann mit großem Schaumschwappen das Tablett auf euren Tisch.
Ja, viel Spaß mit dem Bier und so, ne? Also, die Dukatengardisten haben gesagt, ich soll das euch bringen. Ich hoffe, das war richtig jetzt so. Danke, Selchion, danke. Ich klopfe ihm einmal so anerkennend auf seine Wampe und schnapp mir dann ein Bier und lege mich so ein bisschen wie so ein Sportler in eine Eistonne, nur in dem Fall, dass es halt unser Fass mit geweihtem Wasser ist. Oh. Jo, Selchion setzt sich auch erstmal auf den Stuhl. Lamin streckt sich und man zu Serpentilio. Oh, besser. Wie neugeboren. Hey, Sulamin, willst du dich noch ausziehen? So nackig, so wie Boltax? Ich gucke auch nicht so. Keine Sorge, ich mach dir Angst. Packe Selchion ja, an der Schulter, am Kragen und möchte ihn zur Tür schleifen. Ich hat niemand eingeladen, dich hier hinzusetzen. Und verdammt nochmal, wenn du durch diese Tür kommst, klopfst du auch. Jetzt verpiss dich! Ja, ist ja gut, ist ja gut. Geiler Arsch zu ermähen. Dann geht er weg. Ein sehr direkter Mann. Ein sehr unappetitlicher Mann. Ein Mann, den ich vielleicht heute noch erwürge. Hab ich aber nichts gesagt. Aber er hat Bier mitgebracht. Er wäre immer noch nicht das Unappetitlichste, was ihr jemals angefasst habt. So. Sind wir dann vollständig? Macht Hasswulf das mit dem Wasserwein? Ja, das hat er schon gemacht. Also während Selchion dann Bier und so weiter hingestellt hat, hat er dann auch schon seine Arme darüber gebreitet, einmal eingetaucht, auch seine Stirn benetzt und so weiter und dann den Wassersegen gesprochen. Also das Wasser ist mittlerweile in beiden Tonnen geweiht. Ja, danke, Hasswulf. Und Zulamin würde sich auch nochmal rituell waschen. Also ja, mehr symbolisch. Bin geneigt zu gucken, was passiert, wenn man einen Tropfen Unwasser reinigt, aber so ein Sack bin ich nicht und ich habe kein Unwasser. Ja, ich bade mich einmal ausführlich in einem dieser Fässer, wuchte mich dann wieder raus, klatsch mir noch einmal auf meine kleine Wampe und so, viel besser. Vielleicht sollt ihr neue Kleidung anlegen. Ja, das hat Zeit. Ich fürchte dafür, Kapitän, bezahlt ihr mir nicht genug. Ihr habt kein zweites Paar Kleidung? Nun, wenn ihr vom Beschwörergewand abseht, nein. Ach, da, ihr seid wirklich arm dran. Nun, ich musste leicht reisen und die Bücher waren wichtiger. Außerdem, das hat nichts mit Armut oder Reichtum zu tun. Ich bin ein sehr reicher Zwerg, reich an Freunden und an Erfahrung und an Wissen und an Edelsteinen. Aber ich habe auch nur diesen Einsatz Kleidung gehabt. Man braucht ja nicht viel. Wollen wir uns jetzt über Kleidung unterhalten oder was ihr in den Niederlanden gefunden habt? Ja, ich verstehe das nicht. Wie kann das verdammt nochmal sein? Nach allem, was wir durchgemacht haben, sitzt ihr hier, unterhaltet euch über Nichtigkeiten wie Kleidung. Wie könnt ihr euch... Ich dachte, wenn ich diese See, auch diese verdammte, verfluchte See noch einmal sehen kann, wäre ich überaus glücklich, nachdem wir da runtergekommen sind. Aber... Seitdem wir da wieder raus sind, fühle ich nichts anderes als... Ich weiß nicht einmal, was ich fühle. Wie könnt ihr euch über so eine Scheiße unterhalten? Nun, es klingt ein ab von gewissen Thematiken, die einem schwer auf der Seele liegen. Richtig, richtig. Man muss sich über die Alltäglichkeiten des Alltages unterhalten, ansonsten entgleitet einem der Alltag. Und nun... Ja,